Es ist der vielleicht meist erwartete Film des Jahres, Star Wars, das Erwachen der Macht, und bereits im Vorfeld lechzen die Fans nach neuen Trailern, Einblicken und Hintergrundinfos. So auch auf der Comic-Con-Messe in San Diego. Dort gaben jetzt bei einem Panel Han Solo-Darsteller Harrison Ford und Regisseur J.J. Abrams neue Einblicke in die Dreharbeiten. Außerdem hatten die beiden einige Videos mit im Gepäck, die die Fans hinter die Kulissen blicken lassen und auch neue Szenen aus dem Film zeigen. Es war eine großartige Erfahrung für mich. Ich hatte eine tolle Zeit. Wir hatten eine fantastische Besetzung. Wir hatten die Fähigkeiten, den Mut und die Ambition von J.J. Abrams und ein großartiges Skript. Ambition of J.J. Abrams. Great script. Für Harrison Ford war es der erste öffentliche Auftritt seit März. Der Schauspieler war mit einem Flugzeug abgestürzt und hatte sich dabei am Bein verletzt. Star Wars, das Erwachen der Macht, ist der erste Teil einer Trilogie, die der Star Wars-Serie neues Leben einhauchen soll. Mit Ford werden auch einige Star Wars-Veteranen, wie zum Beispiel Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill, vor der Kamera stehen. Auch wenn der neue Film zu großen Teilen mit digitalen Spezialeffekten arbeitet, zeigen die Aufnahmen aus den vorgestellten Videos auch reale Explosionen, neue Kreaturen und aufwendig gebaute Sets. Star Wars, das Erwachen der Macht, soll im Dezember in die Kinos kommen. I can die now. All right. My whole life has led to this moment.